Als ein Brandopfer einen Orang-Utan traf, war dessen Reaktion auf ihre Narben nicht das, was sie erwartet hatte. Die Geschichte ereignete sich im Jahr 2015 in den Vereinigten Staaten im Bundesstaat Indiana. Darcy Miller war eine ganz normale Frau, die ein einfaches Leben führte. Sie hatte einen liebevollen Verlobten und zwei wunderbare Kinder. Alles lief bestens, bis zu dem Zeitpunkt, an dem Darcy ein Missgeschick passierte. Eines Tages hatte sie beschlossen, einen kleinen Frühjahrsputz zu machen. Sie hatte das Gefühl, dass in ihrem Haus ein bisschen zu viel Müll herumlag. Also machte sie sich daran, ihn zu sammeln und loszuwerden. Allerdings entledigte sie sich eines Teils davon auf gefährliche Weise. Anstatt ihn in die Mülltonne zu werfen oder auf die Deponie zu bringen, legte sie ihn in ihrem Garten ab und zündete ihn an. Bevor sie etwas unternahm, vergewisserte sie sich, dass ihre Sprösslinge im Haus beschäftigt waren, denn sie wollte nicht, dass sie in der Nähe des Feuers herumliefen. Dann goss sie vorsichtig Benzin darüber, wobei sie darauf achtete, dass sie selbst nichts abbekam. Was Darcy leider nicht bedacht hatte, war die Tatsache, dass sich das Benzin nicht nur sehr leicht entzündet, sondern dass seine Dämpfe auch brennbar sind. Als Darcy das Feuer entfachte, entzündeten sich auch die Gasdämpfe und verschlangen sie. Die geschockte Mutter erlitt Verbrennungen an den Oberarmen, auf der Brust und im Gesicht. Sie wurde sofort ins Krankenhaus gebracht, wo sie aufgrund der Schwere ihrer Verletzungen in ein Koma fiel, das 9 Tage andauerte, während die Ärzte sich um sie kümmerten. Als sie schließlich aufwachte, konnte sie sehen, wie enorm sie geschädigt war. Am ganzen Oberkörper waren große Hautflächen bandagiert und es tat ihr weh, auch nur den Kopf zu bewegen. Sie verbrachte schließlich über 3 Wochen in der Klinik, da die Mediziner sie im Auge behalten mussten, um sicherzustellen, dass sie sich nicht infizierte. Leider war Darcys Genesung auch nach der Entlassung noch nicht abgeschlossen. Sie hatte viele Nerven in und um ihren Hals und ihren Armen beschädigt. Dies schränkte ihren Bewegungsspielraum ein und so musste sie zur Physiotherapie gehen und sich einer Reihe von Operationen unterziehen, um zu versuchen, ihre Beweglichkeit im Nacken und in den Gliedmaßen wiederzuerlangen. Es war ein großes Auf und Ab, sagte sie in einem Interview. Es ist ein mentaler und körperlicher Kampf. In einem einzigen Moment hatte sich ihr ganzes Leben geändert. Eines Tages, nach einer ziemlich schwierigen Therapie, beschlossen Darcy und ihr Verlobter Jason Costello, den Zoo von Indiana zu besuchen, um sich ein wenig abzulenken. Als sie hindurchspazierten und die schönen Tiere bewunderten, erregte ein bestimmtes ihre Aufmerksamkeit. Darcy und Jason gingen durch die Orang-Utan-Abteilung, als einer der Affen an das Fenster seines Geheges kam und sie ansah. Er verließ die Gruppe, mit der er gerade interagierte, und kam zu uns, so Miller gegenüber CBS News. Wir gingen hinüber und er wollte sofort alles sehen. Der 12-jährige Affe, der Rocky heißt, begann auf Darcys Verbände zu zeigen. Er war offensichtlich sehr neugierig, warum sie sie brauchte. Erstaunt über das, was geschah, begann Darcy, sie ein wenig zu lockern, damit Rocky einen genaueren Blick auf ihre Narben werfen konnte. In einem Video, das Jason gefilmt hatte, ist der mitfühlende Menschenaffe zu sehen, wie er sie ganz genau untersucht, als sei er traurig. Er war sehr vertieft in alles, sagte sie. Es war eine Art Ratespiel. Er deutete auf etwas und ich zeigte ihm die Verbände an meinem Hals, meine Tätowierungen und die Verbrennungen an meinen Armen. In der Aufnahme ist Rocky zu sehen, wie er sich so nah wie möglich an das Glas bewegt, um einen besseren Blick zu bekommen. Dann lehnt er sich zurück, als ob er sie im Zusammenhang mit dem Rest von Darcys Körper untersuchen würde. Es war klar, dass dieser schöne Affe wusste, dass mit der zweifachen Mutter etwas nicht stimmte und er versuchte herauszufinden, was passiert war. Darcy verbrachte 20 Minuten damit, sich einfach mit Rocky zu unterhalten. Während dieser Zeit versammelte sich eine große Menschenmenge um sie, die über die Interaktion staunte. Darcy hätte den ganzen Tag dort bleiben können.
Aber nachdem sie eine ganze Weile dort gestanden hatten, entschieden Darcy und Jason schließlich weiterzugehen und sich im Zoo umzusehen. Sie hatten viel Spaß dabei, die anderen Tiere anzuschauen, aber Darcy konnte Rocky und sein Interesse an ihr einfach nicht vergessen. Bevor sie und ihr Verlobter gingen, beschlossen sie, noch einmal zu den Orang-Utans zu gehen, um sich zu verabschieden. »Ich habe Clips gesehen, in denen das geschieht.« »Aber nicht mir«, sagte Miller. »Ich habe immer gesagt, das ist nicht wahr, das ist nicht echt. Deshalb wollte ich zurückgehen, um zu sehen, ob er sich an mich erinnert. Und er tat es. Es war erstaunlich.« In dem Augenblick, als sie den Raum betraten, kam Rocky wieder ans Fenster. »Er hat wieder auf alles gezeigt«, sagte Miller. »Mir wurde klar, dass er keine Zeichensprache kann, aber meiner Meinung nach war klar, dass er etwas wusste. Er war in alles vertieft.« Darcy konnte nicht glauben, was da vor sich ging. Sie hatte noch nie zuvor so schnell eine so starke Verbindung zu jemandem aufgebaut und schon gar nicht zu einem Orang-Utan. »An diesem Tag habe ich mich wirklich gut gefühlt«, sagte sie. »Ich wollte durch das Glas greifen und ihn ganz fest umarmen. Die Tatsache, dass Rocky so besorgt war, zeigt, wie intelligent und menschenähnlich diese Geschöpfe sind.« Während die zweifache Mutter verblüfft war, waren die Tierpfleger des Zoos nicht überrascht. »Wie alle Orang-Utans ist Rocky aufmerksam und neugierig«, so ein Mitarbeiter. »Unsere Menschenaffen interagieren und kommunizieren gerne mit anderen, wie zum Beispiel ihren Pflegern. Der Austausch auf dem Video ist ein gutes Beispiel dafür.« Nachdem die Zoo-Angestellten den von Jason gedrehten Clip gesehen hatten, stellten sie fest, dass Rocky in seinen Bewegungen und Gesten eine gewisse Dringlichkeit erkennen ließ. Und obwohl sie nicht mit Sicherheit sagen konnten, was ihm durch den Kopf ging, sagten sie, dass sein Verhalten starkes Interesse und Sorge zeigte. Es besteht kein Zweifel, dass dies wichtig für ihn war und seine Gebärden lassen das erkennen. So der Zoo. Seitdem das Video auf YouTube hochgeladen wurde, wurde es über 2,5 Millionen Mal angesehen und viele waren von dem Zusammenspiel zwischen Darcy und dem Orang-Utan begeistert. Die Art und Weise, wie Rocky sich verhielt, zeigte eine komplexe und intelligente emotionale Reaktion auf den Zustand der Frau, was beweist, dass sie den Leuten ähnlicher sind, als manche vielleicht denken. Dies ist nur eines von Hunderten, die im Laufe der Jahre veröffentlicht wurden und Menschenaffen aus aller Welt zeigen, die Empathie, Mitgefühl und viele andere Emotionen zeigen. Wer glaubt, dass diese Tiere einfach nur dumm seien, der irrt gewaltig. Wie erstaunlich ist diese Geschichte? Lass mich in den Kommentaren wissen, was du darüber denkst. Und wenn es dir gefallen hat, dann drück doch die Gefällt mir und Abonnieren-Buttons, um täglich neue Videos zu erhalten.